Oh, ist es nicht der hier aus... Fast alle sind hinter dir her. Und du bist immer noch am Leben. Unter anderem dank dir, Gesandter. Seinerzeit habe ich dir geholfen. Und ich hoffe, das muss ich nicht bereuen. Das hoffe ich auch. Ich möchte nicht undankbar sein. Suchst du eine Beschäftigung? Ich wusste nicht, dass Hexer sich auch für Schlachten verdingen. Deswegen bin ich nicht hier. Nein? Kann ich dir dann irgendwie behilflich sein? Foltest war ein guter König. Schade, dass er so enden musste. Ich habe dem Konstabler Natalis bereits das kaiserliche Beileid übermittelt. Da wir schon von Foltest und Temerien reden, es gibt da Gerüchte über das geheimnisvolle Verschwinden seiner Ratgeberin, der Zauberin Trismerigold. Weißt du etwas davon? Warum willst du das wissen? Angeblich verbindet euch etwas. Zauberinnen haben ein Talent dafür, sich in Luft aufzulösen. Warum sollte das jemanden beunruhigen? Tja, nun, vielleicht überlegen jene Leute, ob Hexer im Kerker nicht über ähnliche Fähigkeiten verfügen. Du weichst aus. Demnach sind die Antworten unbequem für dich. Ach, von mir aus. Ich werde nicht nachbohren. Ich möchte dich nur noch eins fragen, wenn ich darf. Natürlich, Gesandter. Ich habe Triss erwähnt, weil mich etwas umtreibt. Die Zauberinnen sind für ihren gegenseitigen Hass und ihre Rivalität berüchtigt. Was meinst du? Gibt es etwas, was sie einen könnte? Vielleicht ein wenig deutlicher, Gesandter. Also frage ich konkret. Was weißt du über die Zugehörigkeit Merigolds zu einer politischen Organisation der Zauberinnen? Natürlich theoretisch vorausgesetzt, dass ihr euch nahesteht oder gestanden habt. Von welchem Interesse könnten die Bekanntschaften einer Zauberin für den Gesandten Nilfgaard sein? Mich interessieren verschiedene Dinge. Zum Beispiel die Kunst. Gerade heute hat man mir eine interessante Statue gebracht. Ein besonderes Werk. Flüchtig, sinnlich. Es macht nachdenklich. Selbst Ungeheuerjäger dürften beim Anblick der darin gebannten Schönheit nicht gleichgültig bleiben. Sicher. Ich fürchte nur, mir fehlt die Zeit, um Kunstwerke zu bewundern. Ich habe auch noch einiges zu erledigen. Willst du noch etwas fragen? Was interessiert dich so an einer Organisation der Zauberinnen? Mich machen verschiedene Zufälle nachdenklich. Mir wurde hinterbracht, dass zur Zeit der Anschläge einige Zauberinnen in der Gegend waren. Was ist denn daran verdächtig? Magier sind immer in der Nähe von Monarchen und von Geld und Macht. Deshalb beschuldige ich ja auch niemanden, sondern sage nur, dass es mich nachdenklich stimmt. Ich habe dich bei Foltest gesehen. Nun bist du bei Henselt. Gewiss besuchst du später noch den König von Redanien. So weit werde ich nicht reisen müssen. Radovid ist auf dem Weg nach Loch Muin. Ich treffe ihn dort. Loch Muin? Das ist eine antike Elfenstadt an der Quelle des Ponta. Warum gerade da? Die Magier wollen dort ihren Rat neu einberufen. Sie haben Einladungen an alle Monarchen geschickt. Okay. Loch Muin also. Werden wir... Was war denn das gerade? Hä? Ist irgendwie auf dem Dreck ausgerutscht? Ich guck nicht mehr hier oben. Ausmachen! Da ist nichts mehr drin, das ist schon alles verkocht. Ausmachen! So. Bams! Einfach die ganzen Feuer ausmachen. Ach komm, ganz ehrlich. Es wird mir langsam zu doof. Ich habe eigentlich total keine Lust, mit den beiden hier zu reden, aber... Sei gegrüßt, Geralt. Ich mag Detmold nicht. Das sagt man doch nicht. Ich dachte, ohne Kairan interessiert dich das Pontatal nicht. Du weißt gar nichts über mich, Hexer. Ich bin hier, weil zwei Monarchen des Nordens ermordet worden sind. Vermutlich ist Henselt der Dritte auf der Liste. Und wir können kein weiteres Land im Chaos gebrauchen. König Henselt wird nicht sterben. Da passe ich schon auf. Es ist nicht zu übersehen, dass du und Detmold euch nicht mögt. Detmold ist ein Kind.
Ein wunderbarer Kumpan für Henselt. Das Problem ist nur, dass er ebenso eifersüchtig ist wie kindisch. Er sagt, ich wolle ihm sein Amt am Hof von Catven streitig machen. Wie absurd. Habe ich eigentlich gelbe Haare? Die sind so leicht gelblich statt weiß. Aber ich glaube, das ist wegen dem Licht so. Okay. Ich sag nicht, dass Triss weg ist. Das weiß ich höchstwahrscheinlich, aber ich sag's trotzdem nicht. Henselt wartet auf dich. Wir reden später. Hänsel? Ach, da. Kann ich mir eigentlich was aus deinem Zimmer klauen? Wie aus dieser Schatztruhe zum Beispiel? Oder? Ich beklaue einfach den König gnadenlos. Einfach den König beklauen. Auch geil. So. Na. Die Hosen sind doof. Episch. Epische Schuhe. Meine sind magisch, die sind episch. Die sind besser. So, seltene Rüstung, behalte ich mal. Werkzeug, Was? Selten, episch. Aha. Gut, meine sind besser. Meine Rüstung. Gewöhnlich, selten. Hallo. Aber ich behalte die alle mal, denn es gibt bestimmt bessere Schwerter als die ich jetzt habe, deswegen. Hallo, herein, König. Hexer. Ich bin doch schon drin. Das Gespräch ist inoffizieller Natur. Aha. Mach's dir gemütlich. Okay. Im Nebel hast du mir geholfen, woraus ich entnehme, dass du meinen Tod nicht wünschst. Was wünschst du dann, Geralt von Riva? Ich wünsche meinen Frieden, Majestät. Ich möchte mit den Anschuldigungen aufräumen. Sonst mische ich mich nicht in die Politik ein, aber diesmal hatte ich keine Wahl. Sag es mir klipp und klar. Erzähl mir nichts von Kodex oder Berufsgeheimnis. Hast du Foltest getötet? Nein. Weißt du, wer es getan hat? Ein Hexer namens Leto. Kennt ihr euch? Nein. Wie ich höre, hast du dein Gedächtnis verloren. Wie kannst du es also wissen? Ich sage euch, was ich weiß. Ihr verlangtet ein offenes Gespräch, Majestät. Die Tankerville behauptet, dass Leto sich in dieser Gegend herumtreibt. Stimmt das? Ja. Was will er? Hat er es auf mich abgesehen? Er verbirgt sich vor Jorvet und den Skoyatel. Was er vorhat, weiß ich nicht. Willst du ihn schnappen? Ja. Letzte Frage. Weißt du, wer die Morde an Foltest und Demavent veranlasst hat? Nein. Aber ich werde es erfahren, wenn ich Leto habe. Was du sagst, deckt sich mit den Berichten meiner Spione. Ich glaube dir. Nun etwas anderes. Der Nebel, die Geister und dieser ganze magische Bockmist blockieren meinen Kriegszug. Die Zauberer haben wieder mal bewiesen, wie nutzlos sie sind. Stammeln was von höherer Magie, verzögerten Flüchen und anderem Pipifax. Das führt alles zu nichts. Sowas muss man mit dem Schwert erledigen. Einem Hexerschwert. Fühlst du dich der Aufgabe gewachsen? Nö. Ich will sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Werd den Fluch los. Sollst auch fürstlich entlohnt werden. Und ich helfe dir, die Beschuldigungen loszuwerden, auch wenn du Leto nicht kriegst. Detmold steht dir mit allen Informationen zur Verfügung. Und du kannst dich im Lager und drumrum frei bewegen. So, jetzt lass mich allein. Der Fluch wurde also vor 3 Jahren ausgesprochen. Ist seitdem etwas geschehen, was zeigt, dass der Fluch bereits wirkt? Was spielt das für eine Rolle? Majestät, diese Verwünschung ist keine Kistenware vom Hexenbazar, auch nicht das Werk eines Anfängers. Sie hat eine Sonnenfinsternis und dutzende Geister beschworen. Wir haben es mit einem komplizierten, mehrstufigen Fluch zu tun. Um ihn auszusprechen, bedarf es gehörigen Könnens und Wissens. Ihn aufzuheben ist noch schwieriger. Wenn ich mich der Sache annehmen soll, erwarte ich einiges Entgegenkommen von euch. Zum Henker! Also gut, sei's drum. Als wir uns durch den Nebel kämpften, spracht ihr von Glevisigs Fluch. Sabrina Glevisig, Zauberin. Und einst eine meiner Beraterinnen. Ich ließ sie an ein Wagenrad schlagen und verbrennen. Was?
Im Angesicht des Todes hat sie mich und mein Geschlecht verflucht. Vor 3 Jahren war das. Warum habt ihr Sabrina hingerichtet? 1 Jahr nach dem Zintrischen Friedensschluss kämpfte ich mit Demavent um Oberedirn. General Vandergrift befehligte einen Teil meiner Streitkräfte. Er setzte über den Ponta und empfing den Feind hier auf diesem Feld. Die Schlacht dauerte bis in die Abendstunden. Schließlich beschloss Sabrina einzugreifen. Sie ließ Feuerbälle auf das Schlachtfeld niederprasseln. Von über 3000 Menschen blieben nur verkohlte Reste. Es traf Kettwener wie Edirner. Die Ritter kochten in ihren Rüstungen. Es gab unglaubliches Geschrei. Krieg ist etwas für ehrenhafte Menschen. Haben Kreaturen wie Glevisig die Hände im Spiel, wird der Krieg zur Hölle. Krieg ist Hölle. Was hat Sabrina zu einem Angriff auf das eigene Heer bewogen? Das weiß ich nicht. Sie war Mitglied im Rat der Zauberer und stand mir beratend zur Seite. Jahrelang habe ich ihr Treiben geduldet, die Intrigen und all die Hofskandale. War sie loyal? Nur sich selbst gegenüber. Erinnert ihr euch an den genauen Wortlaut von Sabrinas Fluch, Majestät? Was sie damals prophezeit hat, ist alles eingetreten. Ein mit blutigem Schweif geschmückter Stern wird den Horizont durchschneiden. Okay, den haben wir gesehen. Quadratische Münzen aus dunklen Meerestiefen werden die Herzen von Narren betören. Münzen? Münzen? Detmold fand einige bei Soldaten, die des Verrats verdächtigt wurden. Okay. Mit den Händen so. Münzen also? Alter, den Schweif haben wir gesehen. Jetzt fehlen nur noch die... Hexer, ich möchte dich kurz herbitten. Ja. Nö, ich geh nicht. Ich geh nicht, seh's nicht. Na, verdammt. So. Weg damit. Nein! Wo sind meine Schuhe? Das da? Waren das die epischen Schuhe? Ja, okay, gut. So. Weg damit. Weg. Na. Mist. Nix. Alumbe. Nix. Ich verkaufe die einfach später. Jetzt muss ich mit dem Typen reden, den ich überhaupt nicht leiden kann. Wenn du wüsstest, wie sehr mich die Aussicht auf unsere Zusammenarbeit freut. Mich tut sie nicht. Das? Du wirst sehen, Geralt, es kommen bessere Zeiten. Ich darf dich doch Geralt nennen. Nein. Ja. Wunderbar. Das ist sicher der Beginn einer langen Freundschaft. Ich brauche keine neuen Freunde, Detmold. Lass uns einfach an die Arbeit gehen. Einverstanden. Du bist hier der Held. Wie kann ich dir helfen, weißer Wolf? Ist dir aufgefallen, dass nicht alle Geister aggressiv waren? Einige verschwanden, als wir uns näherten. Ich vermute, dass der Fluch sich der Geister der Gefallenen bemächtigt und sie in Drauguren verwandelt. Drauguren? Ist das ein Fachwort für Geister? Für Dämonen. Sie entstehen auf Schlachtfeldern, auf denen besonders blutig gewütet wurde, und bestehen aus Mordlust und Hass in kondensierter Form. Wie auch immer sie heißen, weißt du, wie man sie wieder los wird? Gegen Drauguren reicht ein Silberschwert, aber solange der Fluch noch wirkt, entstehen ständig neue. Die Geister der Soldaten sind der Schlüssel. Wenn man nur den Schlachtverlauf beeinflussen könnte. Ran an die Arbeit, nimm dir ein Schwert und mach dich ans Beeinflussen. Ich brauche Symbole des Krieges. Sie müssen den Gefallenen gehört haben. Symbole für Hass, Tod, Mut und Glauben. Sie müssen magisch aktiv sein und die Verbindung mit den Gefallenen ist wichtig, sonst kann ich die Erscheinungen nicht anlocken. Keine Ahnung, wo ich die hernehmen soll. Außerdem kenne ich mich mit Kriegssymbolik nicht aus. Das erledige ich selbst. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Hattest du schon mit Flüchen zu tun?
Ein paar habe ich selbst ausgesprochen. Ein paar Eselsohren, ein abgebranntes Haus, Kleinkram für den Hausgebrauch. Das reicht nicht. Hast du Flüche aufgelöst oder Bannzauber aufgehoben? Hatte noch keine Gelegenheit. Immerhin beherrsche ich die Theorie. Akademie für Magie mit Auszeichnung bestanden. Solche Flüche werden in Bannart aber nicht gelehrt. Dieser gehört zu den Blutflüchen vierten Grades. Er wird auch als Fluch der Erzmeisterin bezeichnet. Der Begriff ist irreführend. Bisher waren es eher wahnsinnige Zauberer oder Priester, die ihn aussprachen, nicht so oft Frauen. Du musst wirklich ein Musterschüler gewesen sein. Erklär mir, wie man den Blutfluch wirkt. Ein Blutfluch kann ganz banal sein. Du zapfst dir ein wenig Blut ab, am besten um Mitternacht, zündest ein paar Kerzen an. Sabrina hatte einen ganzen Scheiterhaufen. Ich frage nach ihrem Fluch. Warum schaust du nicht selbst nach? Die Fachliteratur habe ich da. Im Grunde brauchst du nur die große Enzyklopädie der Flüche, Weissagungen und Zaubersprüche von Tissaia de Vries, sowie die Abhandlung Meister der Magie und ihre Flüche, ausgewählte Werke, von Margarita Law-Antil. Ich soll so viele Bücher jetzt lesen? Seid ihr verrückt? Dafür haben wir keine Zeit, da ist ein Fluch. Ich kann meine Zeit nicht mit Lesen verschwenden. Fass bitte das Wichtigste zusammen. Ach so, natürlich, Geralt. Damals war es ja nur wenigen vergönnt, die Kunst des Lesens und Schreibens zu erlernen. Ich bin des Lesens kundig, Magier. Aber die Zeit drängt. Kannst du nicht endlich anfangen, mir zu helfen? Für all die Phänomene, die der Blutfluch hervorruft, ist eine riesige Ballung von Zauberkraft nötig. Die Sonnenfinsternis, der Tod einer ganzen Herrscherdynastie, die gefährlichen Erscheinungen. Kein Zauberer, ach was sag ich, kein Sterblicher dürfte in der Lage sein, Energiereserven dieses Ausmaßes aufzubringen. Völlig undenkbar. Und doch fanden kluge Zauberer heraus, wie man das Unmögliche möglich macht. Die ganze Welt lebt seitdem in Angst vor euren Flüchen. Beeindruckend. Was habt ihr für eine Idee? Die Prophezeiung zu Beginn des Blutfluchs ist eigentlich eine Formel zum Bündeln von Zauberkräften. Sie sollte an einem Ort gesprochen werden, der über kraftkumulierende Eigenschaften verfügt. Schlachtfelder sind dafür bestens geeignet. Blutgetränkte Erde, definierter Bereich, symbolische Dimension. Ist die Formel ausgesprochen, beginnt sofort die Kumulation der Zauberkraft. Und die läuft nun ungebrochen seit 3 Jahren. Tag für Tag, Monat um Monat. Alle 4 Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser, dienten als Energiequellen. Diese Energiemenge könnte die Sterne am Himmel bewegen. Und der Aktivator? Eines der prophezeiten Ereignisse mit eigener symbolischer Dimension. Er bewirkt die Freisetzung der kumulierten Energie, die dann für den eigentlichen Fluch verfügbar ist. Der Fluch ist meist nicht imstande, die gesamte Energie zu nutzen, sodass der Rest sich ein Ventil suchen muss. Darum gibt es Nebeneffekte wie die Sonnenfinsternis. Bist du sicher, dass Sabrina die Urheberin des Fluches ist? Absolut. Es sind 6 nachgewiesene Fälle eines solchen Fluchs bekannt. Und nachgewiesene Fälle von Aufhebungen des Fluchs? Einer, unternommen von einer Zauberergruppe unter der Leitung der Erzmeisterin Francesca Findaber. Daher der andere Name für den Fluch. Zur Gruppe gehörte auch Sabrina Glewissig. Wie klein die Welt ist. Das macht die Sache nicht besser. Es geht noch weiter. Der Fluch, den Francesca und Sabrina auflösen wollten, sollte das Geschlecht der Thyseniden auslöschen, die Herrscher von Kovia. Ausgesprochen hatte ihn der scharlachrote Rodallega. Verrückt, aber äußerst fähig. Es gab auch damals eine Prophezeiung und einen Aktivator. Dann hat Sabrina sich den Fluch also einfach von Rodallega abgeguckt. Genau. Außerdem waren Zeugen zugegen. Der König höchstpersönlich und eine Kompanie Soldaten. Wieso lebt Henselt noch? Als er den Priester erschlug, hätte er eigentlich platzen müssen wie eine Weinbeere unterm Schuhabsatz. Vielleicht wollte Glewissig ja gerade, dass Henselt auf den sicheren Tod warten muss. Glaube ich nicht. Wie ich Zauberinnen so kenne, können sie zwar gemein sein, effektiv sind sie aber immer. Bedenke, Sabrina stieß den Fluch auf dem Scheiterhaufen aus. Kann gut sein, dass er ihr missraten ist. Du meinst, Henselt ist gar nicht in Gefahr? Doch, aber vielleicht kann man ihn vom Kern des Fluches, der Geisterschlacht, befreien. Die Schlacht ist das schwächste Glied des Fluches. Wie das? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kann ich den Geist Sabrinas beschwören und zwingen, Henselt freizugeben. Zuerst muss ich ihre genauen Todesumstände erfahren.
Erstmal sorry, dass so viel Gelaber gerade ist, aber muss sein, ist ein Rollenspiel. Und zweitens, wenn ich das alles höre, da haben wir sehr, 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 sehr viel zu tun. Also Akt 2 wird sehr spannend, so wie es aussieht. Wir haben einen Kometen und einen Mord. Was ist mit den Münzen? Sind auch schon da. Das reicht dir wohl nicht. Nein. Bin ich da auf ein prekäres Geheimnis gestoßen? Auf ein Staatsgeheimnis sogar. Wenn du nicht redest, gibt es bald ein Staatsoberhaupt ohne Haupt. Es geht um eine Verschwörung des Militärs, nur das kann ich verraten. Als Erkennungszeichen dienen diese quadratischen Münzen mit der Fischschuppe. Ein Vorschlag. Ich störe dich nicht bei deinen Ermittlungen. Du berichtest mir, was du herausfindest. Und sollte ich etwas über den Fluch erfahren? Gibst du mir Bescheid. Also gut. Soweit ich weiß, braucht man Blut für einen Blutfluch. Erstaunlich, aber wahr. Woher hat Sabrina das nur genommen, wenn sie doch an ein Wagenrad genagelt war? Sie hat einen Soldaten dazu gebracht, ihr den Gnadenstoß zu versetzen. Soldaten sind recht einfach gestrickt. Sabrina brauchte diesen Stoß, um den Zauber zu wirken und ihren Qualen zu entgehen. Und das war ein Fehler. Die Hure hat sich so reingehängt, Zauberkräfte gesammelt, lag richtig bei Weissagung und Aktivator und beim Einfachsten dann so ein Schnitzer. Reg dich nicht auf. Hat dafür einen Armleuchter gewählt, der ewig mit dem Spieß stochern musste. Und selbst dann war sie noch nicht tot. War der Scheiterhaufen denn unbewacht? Sie hatte einen der Wachsoldaten ausgesucht. Die anderen waren stinksauer, dass er ihnen die Vorstellung versaut hatte. Der König war da schon nicht mehr anwesend. So oder so. Es ist Blut geflossen. Der Fluch hat funktioniert. Ja, aber die Hexe ist ihrer Strafe nicht entgangen. Alter. Du wirst mir helfen, Detmold. Selbstverständlich. Der König hat es mir befohlen. Dann hör zu. Du erledigst den Papierkram, scheinst ihn ja zu mögen. Und ich brauche Schutzrunen, um Sabrinas Geist zu beschwören. Sie fixieren den Geist der Zauberin und alles, was bei dieser Gelegenheit sonst noch aus dem Jenseits kriecht. Such mir was raus aus deiner Bibliothek, aber bitte etwas Einfaches. Künstler gibt es hier nicht. Des Weiteren, die Drauguren werden bald nach Hänselt suchen. Abseits des Schlachtfelds sind sie nicht gar so gefährlich. Gib deinen Leuten versilberte Waffen, das sollte genügen. Auch Hänselt sollte Silberwaffen bei sich haben. Über den Zelteingang kommt ein Kranz aus Fünffingerstrauch und Hundspetersilie. Und es muss immer ein Feuer aus Wacholderästen brennen. Woher nehme ich das ganze Silber? Du könntest deine Sammlung von Silberpötten einschmelzen. Das sind Vasen aus Nazair. Schließlich redest du mit Hänselt. Mach ihm klar, dass ich ihn noch brauche. Und du? Machst es dir bei Wein, Weib und Gesang bequem? Ja. Natürlich. Außerdem finde ich raus, was ich brauche, um die Erscheinungen wieder ins Jenseits zu befördern. Und ich bereite die Beschwörung von Sabrinas Geist vor. Ich komme vorbei, sobald ich was weiß und gebe dir weitere Aufträge. Wie hast du rausgefunden, dass du dein Gedächtnis zurückgewinnst, wenn du den Fluch löst? Ich mag es nicht, wenn man in meinem Leben herumschnüffelt. Geheimnisse zu erfahren ist mein Beruf. Ich muss die Geheimnisse aller kennen, die ich zum König vorlasse. Und ich gestehe, ich mag meine Arbeit. Nichts aus meiner Vergangenheit hat mit Hänselt zu tun. Das weißt du doch gar nicht. Weißt du, warum ich keine Freunde habe, Hexer? Weil ich früher oder später alle Geheimnisse erfahre. Und dann folgen Verhöre, Folterungen und Hinrichtungen. Lass die Finger von meiner Vergangenheit. Was zur Hölle geht jedes Mal ab nach einem Gespräch? Aber das war gerade sehr viel Input. Alter Finne. So, was könnte man jetzt nach so viel Input machen? Leute abschlachten. Ja, eine gute Idee. Oder ich beende einfach gleich die Folge. Was kann ich für dich tun, Monsterjäger? Dich mit mir unterhalten, Kriegsgewinnler. Hab schon viel von dir gehört. Sei mir gegrüßt. Seid gegrüßt, Hauptmann. Aber erst beende ich die Folge, wenn ich hier Arm drücken und so. Avergen, das war doch der Krieg da, ne? Na, ich muss wieder mit dir reden, tut mir leid. Rede ich nochmal mit dem, aber dann den Arm drücken. Bezahlt euch Hänselt auch fürs Warten? Bist ein wenig zu neugierig, Hexer. Keine gute Eigenschaft, wenn man im Krieg ist. Du musst es mir nicht sagen. Detmold hat an uns versilberte Waffen verteilt, so wie du es ihm geraten hast. Wir haben auch Schutzamulette.
Unser Auftrag ist es, den Nebel zu beobachten und falls nötig, Geister zu bekämpfen. Mhm. Wie viele Söldner passen auf den Nebel auf? Sie machen das gruppenweise, um Lagerfeuer herum, in Abstand zueinander. Die Truppenstärke hingegen ist allein meine Sache. Wenn ihr schon dort seid, dann passt auf die Größe des Nebels auf. Mich interessiert, ob er sich ausdehnt. Naja. Wie sehr? Nicht viel, aber kontinuierlich. Ein, zwei Schritte täglich, aber immerhin. Was hat das zu bedeuten? Ich muss mich beeilen. Okay, wir haben auch nicht ewig Zeit dafür. Interessant. Bezahlt Hänselt seine Söldner anständig? Berufliche Neugier. Ist doch kein Geheimnis. 20.000 Novigrader Kronen, die unter den Überlebenden aufgeteilt werden. Je mehr von euch draufgehen, desto mehr bleibt für jeden übrig. Ja. Im Krieg gegen Nilfgaard habt ihr euch Ruhm erworben. Seit der Schlacht bei Brenner sind unsere Löhne um das Zweifache gestiegen. Risiko macht sich bezahlt. Ich kannte mal eine von euch. Sie hieß Ryla. Ryla starb in einem Hinterhalt, von einem Elfen getötet. Sie beging einen Fehler, ließ sich von ihren Gefühlen leiten. Unser Beruf verlangt Berechnung. Ständig im Krieg zu sein, muss einen ermüden. Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt. Eine Art Flitterwochen. Aber ich mag mein Handwerk. Lass uns über Armdrücken reden. Reden wir. Ich soll dich von Bart Schute grüßen. Bart Schute, na klar. Für einen Bauern ziemlich stark. Das stimmt. Angeblich bist du unschlagbar im Armdrücken. Wenn es anders wäre, würdest du kaum mit mir sprechen. Ich verstehe nicht. Bei der Schlacht von Brenner war ich in einem Zweikampf mit einem Nilfgaarder. Er hatte ein Messer, ich nicht. Ich hielt sein Handgelenk umklammert. Die Klinge näherte sich meinem Hals. Er war stark, aber nicht ausdauernd. Ich merkte, wie er schwächer wurde, drehte ihm den Arm um und schlitzte ihm den Hals auf. Wow. Seit jener Zeit trainiere ich meine Arme. In meinem Beruf ist sowas nützlich. Trittst du gegen mich an? Wenn du gegen die Besten gewonnen hast, dann bist du würdig, dich mit Adam Pangrat zu messen. Er trainiert seine Arme. Gab's in dieser Zeit schon irgendwie so Gewichte und Hanteln und sowas? Also wenn nicht, dann frage ich mich, wie er... Hier weiter. Du bist Hexer, ich bin Söldner. Wir kämpfen beide nicht umsonst. Hast recht, fangen wir an. Wie viel? 100... Ein Huni, ganz ehrlich. Na komm, hallo. Es ist ja wirklich... Es ist wirklich... Ja, mit dem Controller, das ist abartig. Und so. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, ich hoffe, ich schaff das. Ah, okay. Passt, 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 passt. Ich bewege gerade überhaupt nichts. Das macht's von alleine. So. Das war's. Wenn dieser Nilfgaarder damals so viel Kraft gehabt hätte wie du, dann gäbe es Adam Pangrat heute nicht mehr. Dein Glück, dass es nur um Geld ging. Im Armdrücken kommt höchstens Numa gegen dich an. Numa? Der starke Numa. Ein Zirkusartist. Hände wie ein Schraubstock. Betrügt aber angeblich. Inwiefern? Er soll stärkende Elixiere zu sich nehmen. Aber Beweise gibt es nicht. Vielleicht trete ich gegen ihn an. Wenn jemand feststellen kann, ob es Muskelkraft ist oder Alchemie, dann du. Gut, gut. Also es ist dann wohl der Letzte. Der verschwindet aber nicht von alleine. Puh, ich bin schon erschöpft. Ich beende dann mal die Folge. Armdrücken, wir sind gut dabei. Jetzt fehlt nur noch irgendwie mich mit anderen Boxen. Und dann hätten wir schon vieles. Ich dachte, da geht's irgendwo lang. Da hätten wir schon vieles hinter uns, ne? Da geht's nirgendwo lang. Okay, ich beende dann mal die Folge und hallo. Stets zu Diensten. Ja, ja. Ich beende die Folge also, und wir sehen uns dann. In der nächsten Folge wieder, ne? Also, ich speichere. Habe ich gerade eben gespeichert? Ja, ne? Scheiße. Also, wir sehen uns dann. In der nächsten Folge, ne? Also, tschüss!